So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Diesmal relativ pünktlich, es ist kurz vor 23 Uhr und heute hatten wir einen sehr bewegten Handelstag. Aber, auch wenn es vielleicht für manche blöd klingt, richtig Überraschungen waren eben nicht drinnen. Gerne kann man das dann in den Videos oder wer das sowieso im Ohr hat, eben hören. Und zweitens würden hier auch einige Setups, nicht nur einige, sondern eigentlich waren alle Setups ja vorgestellt, auch frühzeitig. Und dementsprechend waren die Setups natürlich auch handelbar. Kommen wir zuerst zu WTI. Das war das jetzt heutige Setup. Da gab es noch kein wirkliches Szenario, habe ich nur besprochen. Da gab es eben um 10 Uhr hier an der 10 Uhr, beziehungsweise halt 11 Uhr Kerze, ja, gab es kein Breakout unter diesen 23 EMA, nicht 23, EMA 38, ja, auch nicht hier. Und was ich jetzt hier gesagt habe, hat es mir nicht hier gefallen. Also war eben auch noch möglich ein neues Hoch. Einen antizyklischen Trade wäre ich vielleicht kurz vor 50 eingegangen, aber nicht noch bei 49,50, also sei es drum. Und hier mit der Kerze war dann, würde jetzt hier erstmal der Aufwärtstrend dann gebrochen. Und jetzt wäre eben schön ein Rebound oder ein Pullback Richtung 48,80 wäre jetzt ideal, aber auch Richtung, ja, 48,70, ja, um den Dreh rum. Und dann könnte man vielleicht einen gewinnbringenden Short anbringen. Auch der, ja, mittelfristig angelegt ist, Richtung eben EMA 200, 42, 43 Dollar. Das war sozusagen der erste Streich, der, ja, der da ja noch kein Setup ist. Es ist noch nicht sozusagen Erfolgsversprechen umgesetzt worden. Hier allerdings eben britische Pfund, kanadischer Dollar. Ja, Wahnsinn eigentlich, ja, was das Paar heute gemacht hat. Und wie gesagt, das kam ja aus dem Wochensetup. Habe ich, glaube ich, auch noch hier dazu gepostet. Ja. Eben hier ist der erste Anlaufpunkt erreicht worden. Und der zweite, ja, vielleicht bricht er hier komplett durch nach oben. Also hier auch nur kurzfristig in die Verlustzone. Und dann sah das richtig gut aus. Auch Pfund gegenüber, ach, das war ja das Pfund, hier ist noch Pfund gegen neuseeländischer Dollar. Kam jetzt endlich auch ein bullischer Ausbruch. Allerdings ist natürlich die Kerze auch der Wahnsinn. Ja, kurzer Rückblick, hier wurde eine Position aufgenommen, eingestoppt mit der nächsten, dann gleichzeitig hier diese ausgestoppt und jetzt hat man ja hier die Position, die hier eingestoppt worden ist, deutlich im Gewinn. Also wer hier jetzt wirklich dieses Signal gehandelt hat oder auch heute noch, ja, ist wahrscheinlich auch heute so gut wie nie in den Verlust dann gekommen. Okay, wenn man jetzt hier das genau hier getradet hat, so wie es ja auch eingezeichnet war, dann war ein kurzer Rücklauf nochmal drin und dann kompletter Ausbruch. Also auch das war sehr gut, aber hier werden ja nicht nur die guten Setups, wie gesagt, auch hier habe ich leider eben einen Stopp zu eng gesetzt, habe ich ja schon mal hier eben auch gebracht, wäre der Stopp etwas, eben nicht nur an der Rainbow-Unterkante, sondern etwas hier an der, ja, erst mit dem Unterschreiten dieses Abwärts oder nach dem Touchieren passiert, wäre man auch hier deutlichst im Gewinn. Aber wie gesagt, hätte wenn, egal, hier ist man mit kleinem Verlust rausgekommen und die größeren Gewinne sind ja in den anderen Währungspaaren definitiv, sieht man ja auch, dann vonstatten gegangen. Was auch sehr gut lief, auch wenn ich am
Vormittag erst noch gesagt habe, DAX gefällt mir nicht. Dann hat sich eben im Tagesverlauf, wäre eine relative Stärke, würde dann gezeigt vom DAX gegenüber US-Futures. Und habe ich gedacht, okay, wenn es hier bricht, dann sollte es Richtung, ja, wie hier gesagt, Pfeilspitze 9950, beziehungsweise hier war auch ein Kursziel, aber da war noch kein R erreicht und weil der Stopp hier unten lag, 50 Punkte weg. Auch hier dann im Prinzip perfekt und würde auch noch vor der FED-Sitzung eben geschrieben, dass man hier definitiv auch Teilpositionen mitnehmen oder Teilgewinne, entweder komplett oder Teilgewinne mitnehmen soll. Denn nachbörslich sind die US-Indizes deutlich unter die Räder gekommen, aber da der Euro gegenüber US-Dollar eben verloren hat, konnte sich eben der DAX weiter, ja, oder gab es eben keine so großen Verluste, steht noch bei 9.930 und bei den US-Indizes gab es zwischenzeitlich ein Mega-Reversal, also ging ins Minus komplett, konnte sich dann zum Schluss wieder berappeln und steht jetzt, ja, plus minus null haben sie dann geschlossen. Aber eine Wahnsinnshandelsspanne oder im Verhältnis eine Wahnsinnshandelsspanne hingelegt. So, also das waren jetzt hier die super Setups im S&P. Wie gesagt, gestern und vorgestern war eben eine kleine Durststrecke und deswegen hat es jetzt mit den Gewinnen, freut mich umso mehr, dass das jetzt hier eben geklappt hat, um die wieder auszubügeln, weil das ist ja hier die Prämisse, sehr gute Setups, handelbare Setups, die jeder nachvollziehen kann und frühzeitig vorgestellt werden, in den Gewinn zu bringen. Hier wurde auch wie oft in den Videos erwähnt, ja, hier kann es oder wird wahrscheinlich, weil halt Silber wäre eben schön, dass es hier runter geht. Hat hier im Tief noch nicht ganz das Kauflimit erreicht, aber wer jetzt hier, ich meine, wer 1 zu 1 die Position verfolgt, der kann sich an der besprochenen Trendlinie vielleicht orientiert haben oder auch eben selber gesagt haben, okay, er will nachkaufen. Und ist ja auch das andere Setup hier mit dem zweiten Kauflimit und der Stopp liegt weiterhin hier unten. Deswegen ist es hier im Prinzip nicht weiter tragisch, eher ist es hier tragisch, dass der Silberpreis kurz davor gedreht hat. Vielleicht ist hier genau das Tief erreicht worden. Ich werde morgen das in den unteren Zeitebenen weiterhin engmaschig dann tracken, außer es geht jetzt sofort hoch, dann habe ich eben Pech. Und sonst läuft er vielleicht nochmal hier Richtung 1680. Aber wie gesagt, muss man erstmal schauen. Sonst, wie gesagt, hier die Setups sind ja alle besprochen worden schon. Und was Neues wird es dann erst morgen geben. Danke und dann noch einen schönen Abend.